Es wird höchste Zeit, dass wir Unternehmerinnen und Unternehmer Erfolg neu definieren. Für mich ist ein Unternehmer nicht dann erfolgreich, wenn er den größten Umsatz macht, das größte EBIT hat. Für mich ist eine Unternehmerin, ein Unternehmer dann erfolgreich, wenn er sich trotz der ganzen wachsenden Anforderungen, die dieser Hochgeschwindigkeitsalltag an uns stellt, der sich trotzdem eine gewisse Gelassenheit bewahrt und nur noch Zeit neben dem Unternehmen für wirklich wichtige Dinge in seinem Leben hat. Für sich selbst, für sein Umfeld, für seine Freunde und für seine Familie. Und wenn man das nicht getrieben tut, sondern aus einer Gelassenheit heraus selbstbestimmt glücklich, dann ist man aus meiner Sicht erfolgreich. Und der englische Philosoph Francis Bacon hat es in einem wunderschönen Satz auf den Punkt gebracht. Es gibt nur eine Art von Erfolg, wenn du dein Leben so leben kannst, wie du es dir erträumt hattest. Und genau darum geht es mir. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin mehrfach Unternehmer und Autor und ich habe das Buch Die 7 Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer geschrieben. Und wenn du Erfolg genauso definierst oder ähnlich definierst, wie ich es gerade erklärt habe, dann ist mein Buch hundertprozentig etwas für dich. Nämlich in dem Buch erfährst du meine 7 Geheimnisse, wie du mit gutem Selbstmanagement den Erfolg so erreichst, wie du ihn für dich definierst. Ich gebe hier viele, viele Tipps aus meinem Unternehmeralltag, wirklich alles hands-on, knapp, aktionsorientiert, mit vielen Praxisbeispielen und in jedem Kapitel gibt es auch noch die passenden Übungen. Wenn dich das interessiert, dann kannst du dir gerne eine kostenlose Leseprobe auf meiner Seite unter larsbobach.de herunterladen. Und wenn dir das Buch gefällt, würde ich mich sehr über ein Feedback von dir freuen. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du mit meinen 7 Geheimnissen wieder mehr Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben.